Wundervoll. Dann starten wir rein in eine neue eigene Runde mit The Wandering Village. Hier an dieser Stelle vielleicht auch eine kleine Info vorab. Ich nehme dieses Video gerade in meinem Livestream auf. Es kommt aber auch auf YouTube auf meinem geschnittenen Channel, weil wir gesagt haben, wir schneiden daraus ein kleines Best-of, weil das Spiel sehr, sehr schön ist und wir dem ein bisschen mehr Visibility auch geben wollen. Das heißt, hallo an alle auf Twitch und hallo an alle auf YouTube, die sich das anschauen werden. Und dann gehen wir rein. So, wir gehen auf Veteran. Was anderes gibt es für uns nicht. Oh, jetzt schreibt der Chat, hi YouTube, das ist sehr süß. Wir haben einen großen Dino gefunden. Folgendes, wir sitzen auf einem riesigen Dino, der durch eine, ich glaube, zufällig generierte Welt läuft. Das ist schon mal ein schönerer Start, den als ich in meinem privaten Run gerade habe, weil ich in meinem privaten Run habe erstmal in der Sonne gestartet. Aber das ist unser Onbu und wir sind die kleine Bevölkerung, die auf diesem Onbu lebt. Ich habe auf sehr schwer gestartet, so wie immer. Das ist mein Vibe, ihr kennt das. Und ich hätte gesagt, wir fangen einfach mal an damit, dass wir Holz brauchen. Ich glaube, ich fange einfach an, hier für uns Häuser zu bauen. Bei diesem Stück, einfach hier so bei diesem Stück Dreck hier an. Wir brauchen auf jeden Fall Zelte als Schlafoptionen. Da kommen nachher auch noch schönere Zelte, aber erstmal brauchen wir nur Schlafoptionen, damit die nicht jammern. So, dann kommt hier unser Bauernhof hin. Und dann packen wir hier erstmal unsere Wohnzelte hin. Die müssen eh nochmal umziehen dann, aber damit die mal auf einem Haufen sind. Hack uns noch einen Baum. Die zwei dürfen wir auf gar keinen Fall abhacken. Das sind Mutterbäume. Das sind die noch neue Babybäume dann basteln werden. Das heißt, die wollen wir auf gar keinen Fall abhacken. Was ist denn der Hintergrund, warum du auf dem Dino bist? Ich glaube, viel mehr Story kriegst du in dem Spiel gar nicht mit, außer dass die Welt am Arsch ist und alles giftig ist und du quasi auf dem Dino lebst und dadurch überlebst. Weißt du schon, was du anbauen wirst? Also jetzt für den Anfang einfach mal Rüben, weil die funktionieren von Anfang ganz gut. Was anderes haben wir gerade eh noch nicht. Ich muss eh gerade kurz schauen. Wir haben 16 Leute. Davon sind bis jetzt 11 arbeitslos. Wir machen mal für den Anfang gleich ordentlich was an Rüben rein. Und wir machen hier ordentlich was an Beeren sammeln rein. Weil wir sind jetzt gerade in so einem normalen, entspannten Gebiet. Da haben wir echt Glück. Nicht Wüste, da haben wir ein bisschen Zeit vorab zu arbeiten. Aber uns fehlt auch schon wieder Holz, ne? Wir wollen für den Anfang eine Küche, hätte ich gesagt, oder? Lass uns mit einer Küche anfangen. Also man sieht, man hat hier auch einiges, was man erforschen kann jetzt schon. An Ressourcen oder auch für den Onbu direkt, da kann man dann ihn streicheln. Das ist sehr, sehr süß. Aber ich würde erstmal für die Küche gehen. Wir spielen auch sehr, sehr schwer und ich habe herausgefunden, dass Kundschafterhütte und Dorfarzt für uns absolut necessary sind, weil wir sonst nicht lang überleben werden. Deswegen gehen wir als erstes auf die Küche, damit wir dann da weiterkommen. Es fehlt nämlich auch gerade jetzt schon Wasser, weil wir noch gar kein Wasser sammeln. Das ist auch... Wir brauchen gerade für alles zu lange. Immer noch Holz. Uns fehlt immer noch Holz. Hacken Sie schneller, bitte. Bitte hacken Sie um Ihr Leben. Und dann noch ein bisschen schneller. Ich habe den jetzt zu früh gesammelt und deswegen zählt er nicht. Scheiße. Genau, der Onbu ist quasi die Map, auf der ich baue. Und der lebt und kann auch krank werden. Wird müde, er kann hungrig werden. Er kann auch von der Umwelt vergiftet werden. Und du möchtest in einer Symbiose mit ihm leben. Also man kann da quasi so rauszoomen. Das ist die ganze Welt. Das ist die Onbu-Sicht. Und dann kann man richtig nah ranzoomen und kann sich hier so seine Welt anschauen. Das ist übrigens alles in Photoshop gezeichnet und dann grafisch eingefügt. Ist sehr, sehr schön geworden. So, wir haben Wasser. Und da kriegen wir die Kundschafterhütte, genau. Die brauchen wir ganz dringend, damit wir ein bisschen besser an unsere Umgebung rankommen. Und parallel können wir jetzt auch schon anfangen, für unsere Ressourcen Zimmermann und Steinmetzdinger zu bauen. Ich bin halt noch im Überlegen, wo wir das hinbauen am besten. Wir haben jetzt halt relativ weit hier unten gestartet, weil wir hier Platz haben. Das heißt, wir haben jetzt hier Nahrung. Hier kommen auch die Küchen hin, die wir dann brauchen. Wir haben hier unseren Wohnraum gerade.
Hier oben sollte ich nicht alles zubetonieren von der Erde, weil wir das für Pilze brauchen werden. Wenn ich hier meine Felder hinbaue, kann ich in diese Richtung meine meine Produktion bauen. Aber ich darf diese Bäume nicht abreißen, weil die sind super viel wert. Das sind Mutterbäume. Das heißt, wir können aber hier hinbauen. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Luftbrunnen brauchen. Ich glaube, dass wir genügend Wasser damit produzieren für das Feld. Wir haben nur ein bisschen zu spät mit der Produktion angefangen. Das war eher das Problem. Es sollte eigentlich schon genug Wasser sein. So, wo sind wir denn unterwegs? Ach, guck mal, da vorne werden wir wahrscheinlich Schlafi machen. Und da bekommen wir jetzt das erste Mal neue Leute. Nomaden. Das müsste jetzt dann das erste Mal mit euch sein, dass sie dann eure Namen bekommen. Die Nomaden haben sich deinem Dorf angeschlossen. Wir haben 3 neue Nomaden. Die Frage ist nur, wo sind die aufgeploppt? Weil ich will die ja sehen und will ja gucken, ob die den Twitch-Namen haben jetzt. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Ja, Chilik, da! Das sieht nach Twitch-Namen aus. Und einen müssten wir noch irgendwo haben, einen dritten. Aber wir haben jetzt ein Materiallager und das ist ganz gut. Weil jetzt sammelt sich das an einem Ort, das Material. Und ist halt nicht mehr so überall aufgeteilt. Ah, geil. Okay, Forschungsbaum. Das bedeutet, wir können jetzt entweder den Dorfarzt oder wir gehen auf den... Lass uns auf den Hornbläser gehen, damit wir dann auch rechtzeitig daran kommen, dass wir ihn füttern können. Das wird auch für uns sehr wichtig werden. Und wir brauchen ganz dringend diese Kundschafterhütte. Und ich bin sehr froh, dass ich hier oben Platz gelassen habe, weil ich hatte gehofft, dass ich das hier oben reingesetzt bekomme. Und es macht mich sehr glücklich, dass ich das da oben reingesetzt bekomme. Es ist sehr, sehr schön. Ich hatte einen Plan und der Plan ging auf. Und ich freue mich immer, wenn Dinge, die ich so, damit es dann hübsch aussieht, wenn ich die plane und die funktionieren, dann ist das satisfying. Und das ist gerade satisfying. Ombo scheint sich unsicher zu sein, welchen Weg es in der nächsten Kreuzung einschlagen soll. So. Und wie funktioniert das jetzt damit, dass der Chat den Weg entscheiden kann? Also ein Pop-up, brauche ich irgendwas noch dafür, damit das geht? Ach, ich muss das Horn erst haben. Okay, wir haben noch kein Blashorn gebaut. Wir lernen das gerade erst. Das heißt, ihr könnt dann quasi ab dem nächsten Mal könnt ihr dann ins Horn blasen. Aber jetzt wird an dem Holz zumindest ordentlich gearbeitet. Das ist ja was, weil wir jetzt genug Holz haben. Also zumindest das hat offensichtlich jetzt ordentlich funktioniert. Wir laufen in die Wüste, Chat. Das heißt, wir können hier den Anbau schon mal pausieren. Wir brauchen nichts mehr anbauen. Da wird nichts mehr überleben, bevor wir in die Wüste kommen. Aber wir haben noch mal ordentlich Essen gesammelt. Und Beeren haben wir auch. Also wir kommen da auf jeden Fall erstmal durch. Ist wahrscheinlich auch besser, in die Wüste zu gehen, als in den Dschungel für den Anfang. Wir haben in der Wüste keine Keime. Das macht unser Leben leichter. Dann kriegen wir ein bisschen quasi Aufschub, was den Stress angeht. Und ich kann dann erstmal in Ruhe hier auf der Seite einen Kräutergärtner bauen. Und da müssen wir halt, den Mutterbaum stehen lassen. Wir dürfen den Mutterbaum halt nicht f***en. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Weil Kräuter wachsen, es werden eh nicht so unendlich viele Kräuter werden. Das kriegen wir so auf jeden Fall schon hin. We are in the hot fucking desert. Das heißt, jetzt werden die Sachen hier auch nichts mehr wachsen. Wir können da jetzt auf Pause schalten, weil eh nichts wächst in der Wüste. Dafür ist es einfach zu dürr gerade. Aber die können jetzt in der Zwischenzeit bei den ganzen anderen Arbeiten helfen. Das heißt, wir nutzen die karge Wüste einfach in der Zwischenzeit, um ganz viel Wald zu roden. Wenn wir jetzt da vermehrte Arbeitskräfte haben, weil eh nichts angebaut werden kann. Und damit kriegen wir dann jetzt hoffentlich gleich die Kundschafter fertig. Wir können auch hier upgraden, damit wir ein bisschen schneller die ganzen Sachen abgearbeitet bekommen. Dann kriegen wir schneller Bretter und schneller Steinplatten, weil die werden wir auch alle ganz dringend ganz viel brauchen. Dann können wir das mal nutzen und hier den Weg rübersetzen. Machen wir mal sicherheitshalber erst bis hierhin. Und ich warte mit dem, bis wir das bauen, auch nochmal, bis wir den Dorfarzt auswählen können. Genau den brauchen wir jetzt. Sehr schön. Dafür haben wir einen Hornbläser ready. Den Hornbläser packen wir hier. Da ist nämlich genau Platz dafür, dass wir den hier einmal gemütlich reinbekommen.
So, ja, dann würde ich den Mutterbaum abreißen. Aber so schaffe ich es, ohne den Mutterbaum abzureißen. Das ist perfekt. Und dann passt das auch. Kundschafter wurde errichtet. Weltkarte öffnen, meine Freunde. Und jetzt beginnt das Spiel. Wir können nämlich jetzt endlich Kundschafter losschicken, um Ressourcen zu holen. Und das macht unser ganzes Leben jetzt leichter. Deswegen wollte ich den Kundschafter auch unbedingt vor der Küche haben, weil der einfach ultra strong ist. Aber damit haben wir das jetzt abgeklärt. Das ist wundervoll. Wir produzieren Ressourcen in einem großen Tempo gerade. Das heißt, wir haben sogar schon alles fertig für die Küche. Das heißt, wir kriegen hier direkt gleich Rübensuppe, was ziemlich geil ist. Und können dann auch an den Wegen direkt weiterbauen. Wohin marschiert der Dino eigentlich? Einfach immer der Nase nach. Mykologe baut Pilze an. Yes. Mykologe baut Pilze an. Und da definieren wir jetzt die Anbaufläche, die das Ganze dann letztendlich haben wird. Und die ist gar nicht so klein. Das sollte für den Anfang so auf jeden Fall reichen. Hier oben haben wir jetzt sehr heißes Wetter. Das heißt, es wächst, das meiste wächst eh schon nicht, was wir an Pflanzen haben. Und das sagt mir gerade, dass noch weniger wächst als ohnehin schon. Das ist quasi die Anzeige. Gratulation, du bist hoch 2 quasi. Aber wir haben noch Beeren, die wir abbauen können. Also ist alles nicht ganz so schlimm. Oh, wir haben neue Siedler bekommen. Da sind hungrige Menschen dazu gekommen. Das ist aber nicht schlimm, wir haben genug Essen. Und dann schicken wir die Leute hier noch Sand holen in der Düne. Aber unser Bevölkerungsdings ist angestiegen. Jetzt wollen die eine Wohnqualität, eine höhere haben und eine Nahrungsmittelqualität. Wir können beides nicht bieten aktuell. Also alles super. Alles absolut super. So, der Luftbrunnen da hinten hat jetzt auch alles. Und wir haben den Doktor erforscht. Ich gehe direkt auf die Onbu-Küche, damit wir die auch haben. Und das ist jetzt der Doktor. Das ist quasi das Äquivalent zu dem Menschendoktor. Und das macht halt Sinn, diesen Doktor auch hier in die Nähe von den Kräutern zu packen. Und ich bin am Überlegen, den einfach ganz stupide hier oben hinzusetzen oder hier hin. Aber hier unten will ich eigentlich potenziell noch ein bisschen mehr Stadt bauen. Wobei sich das hier auch anbietet, ne? Wir packen es einfach hier hin. Wir packen es hier hin. Kurzer Temperaturabfall, großartig. Das heißt, meine Pflanzen wachsen wieder nicht. Super. Irgendwann werden wir, die Rübe wächst zumindest. Die Rübe wächst auch bei eisigen Temperaturen. At least something. Ich wollte schon sagen, irgendwann kriegen wir unsere Pilze und unser was auch immer was. In 21 Stunden vielleicht. So, Onbu-Doktor wurde errichtet. Geil. Den brauchen wir halt leider auch noch nicht, weil wir keine Kräuter haben. Aber theoretisch gesehen können wir den Onbu jetzt heilen. Theoretisch gesehen. Ja, die Problematik, die wir hier jetzt so ein bisschen haben. Also erstens, er wird hungrig. Ich krieg den. Da oben ist halt das potenzielle Risiko, dass wir in ein vergiftetes Gebiet kommen. Aber wir haben Kräuter, an denen wir mittlerweile arbeiten. Das heißt, wir kriegen es potenziell. Wir kriegen es potenziell gegengeheilt, wenn wir ins giftige Gebiet gehen. Wenn wir in die Wüste runtergehen, dann wachsen die Kräuter und der ganze Scheiß wieder nicht. Und ich habe ein bisschen Angst wegen Futter, weil das langsam unangenehm wird. Ich würde persönlich ganz vorsichtig nach Norden drücken, aber ihr sollt selber entscheiden. Wenn ihr jetzt gleich Ja in den Chat schreibt, dann gehen wir nach Norden. Wenn ihr Nein in den Chat schreibt, gehen wir nach Süden. Süden wäre nach unten hin. So, ab jetzt. Viel Glück. Halleluja, es sind so viele Menschen. Alle Menschen, sie schreiben alle Dinge. Wir gehen nach Norden. Also ich bin jetzt niemand, der Schwierigkeiten damit hat, auf öffentliche Toiletten oder so zu gehen. Ich mag, also gerade, also ich bin definitiv eine Heimscheißerin, das auf jeden Fall. Aber honestly, wer ist das nicht? So, ich finde, zu Hause kacken ist das Schönste, was es gibt, weil man einfach in seinen eigenen vier Wänden ist. Aber so Pipi machen gehen oder sowas oder auch generell alles gar kein Ding. Aber ich glaube, es ist trotzdem, auch wenn du pinkelst, wenn du mit einer Freundin oder so quasi im Club am Klo bist, über die Klokabine beim Pinkeln reden, auch gar kein Ding. Aber vor 2.500 Menschen
in einem Livestream Pipi machen, ist jetzt auch nicht wirklich etwas, was ich machen möchte. Also da muss ich ehrlich sagen, stehe ich dann doch lieber auf und gehe aufs Klo. Das ist nicht mein Vibe, nicht so ganz. 10 Tonnen Futter auf dem Rücken, aber keine Möglichkeit, das dem Ombu zu geben. Wir arbeiten daran, den Kakapult haben wir gleich. Wir müssen hier noch ein bisschen abreißen an Sachen, damit wir hier auch Platz bekommen, den gleich zu bauen und auch genug Ressourcen dafür haben. Aber das kriegen wir gleich hin. So, Forschungsbaum öffnen. Jetzt müssen wir überlegen, was wir als nächstes bauen wollen. Aber ich würde sagen, wir wollen als nächstes einen Mistsammler haben, damit wir dann auch Desinfektionsdinger bauen können. Und als erstes haben wir jetzt eine Kakapultschleuder, die wir hier hinsetzen können. Die passt genau so hierher. Da passt nichts anderes mehr hin. Aber die Futterschleuder kriegen wir hier rein, als wäre es geplant gewesen. Ich möchte die später noch weiter runtersetzen. Aber wir kriegen den Baum gerade noch nicht weg. So, er möchte nicht. Was er aber jetzt bestimmt möchte, ich kann ihn nicht füttern, weil er schläft. Ich kann dich nicht mal füttern, solange du schläfst. Ja, dann Hunger halt. Dann Hunger halt, wenn du meinst. Dann Hunger halt. Weißt du, selber schuld, du kleine Kackbratze. Eine Giftwolke voller gefährlicher Sporen erhöht vorübergehend die Giftigkeitsstufe und lässt giftige Pflanzen auf Onbus Rücken wachsen. Super! Es wird ja immer besser. Ich fühle mich so wohl und so sicher aufgehoben auf deinem Rücken. Ich bin nicht tiltet. Nicht mal ein bisschen. Was meint ihr mit tilte nicht? Ich tilte doch gar nicht. Mir geht's gut. Wisst ihr, was das Schöne ist an dem, dass wir das Bauprojekt abgeschlossen haben? Genau. Wir haben Platz für einen zweiten Dorfarzt, den wir ganz dringend brauchen werden. Er vergiftet sich halt sogar selber. Und muss fucking Rache. Die Rache des Onbus. Komm schon, lauf, kleiner Mann. Ja. So ist er ein Feini. Ja. Feini, Feini, Feini. Weißt du, was du dir jetzt verdient hast damit? Ein Fresschen. Weil du ganz brav weitergehst, kriegst du jetzt ein Fresschen. Los, geh weiter. Na komm. Wie lange braucht das denn in der Vorbereitung? Was macht denn der Mitarbeiter, wenn er nicht füttert? Du hast eine Aufgabe. Was machst du da hinten? Es gibt keinen Grund für dich, dort nach hinten zu gehen. Fütter ihn. Ich feuer dich gleich. Ich fütter ihn gleich mit dir. So. Gut. Das lief doch großartig. Völlig stressfrei und entspannt. Ich gehe mal ganz kurz Pipi machen an der Stelle. Und beende die Aufnahme für die erste Folge.